Caponiere. Das Hauptobjekt der Caponiere ist die Inschrift »Ich sterbe für die Heimat«, die alle Inschriften von bekannten und unbekannten Verteidigern der Brester Festung symbolisiert. Hier befinden sich die Reste der Waffen und das Gitter zum Schutz gegen Angriffe, die in der Festung nach dem Krieg gefunden wurden. Die Erinnerungen des Festungsverteidigers Simeon Sucholudski helfen dem Besucher, sich den geistigen und körperlichen Zustand der Menschen vorzustellen, die als Erste vom Krieg betroffen wurden. Wir wurden gefangen genommen und in einen der Räume des 125. Regiments hereingeschleppt. Eine Menge Faschisten mit Maschinenpistolen und Maschinengewehren bildete einen Kreis um uns und fing mit der Durchsuchung an. Einer von ihnen kam zu dem neben mir sitzenden Rotarmisten Tolmatschow und verlangte von ihm das Sternchen von seiner Feldmütze. Tolmatschow verstand die Worte des Deutschen nicht und blieb regungslos. Dann begann der Deutsche ihn zu verspotten und ihm seinen Gewehr unter die Nase zu reiben. Ich verstand etwas Deutsch und dachte, dass der Deutsche diesen Stern zum Andenken wollte. Ich sagte es Tolmatschow, aber der Deutsche verstand mich und fing an zu schreien, ob ich ihn für einen Kommunisten halte. Mit diesen Worten zog er eine Handvoll Sternchen aus seiner Tasche, rieb sie mir unter die Nase und schrie, dass es die Anzahl unserer Köpfe aus seiner Rechnung sei.